wenn ich ihn auf 2 setze. Würde das das Chaos ein bisschen lösen? Nö. Weil das hat jetzt irgendwie hinten sich jemand geholt. Och, ist das wieder ein Käse hier. Hier fehlt einfach irgendwie eine Option, hier den Slot einfach hergeben. So, klappt das jetzt? Nee, ne? Wer ist denn jetzt auf dem Slot? Bitte einmal alles durchfahren hier. Tja, also doch irgendwie zu früh gefreut hier, dass das hier funktioniert, oder wie? Oh, oh. Ach, sehr gut, der Zug hält dort an. Sehr gut. So, okay. Dann jetzt ist erstmal einer, der müsste sein, dann wieder freigeben. Blockieren wir erstmal den anderen, dass jetzt die zwei Züge. So, der gibt seinen jetzt, glaube ich, frei, ne? Ja. So, jetzt müssen wir nur noch den mit dem. Den jetzt hier rauskriegen, weil der hat ja den Slot gerade. Oder ist das jetzt die Ursache an diesem Sonst-Wenn? Ach, vielleicht muss hier auch ein Sonst-Wenn rein. Sonst-Wenn kann nicht befördern. So, wie sieht's jetzt aus? So, okay, jetzt müsste es eigentlich theoretisch wieder passen. Sein, wenn zum Beispiel der Slot gerade freigegeben wird, aber hier, nee, das kann aber auch nicht sein, wenn sich das so überschneidet. Was aber auf jeden Fall doof ist, dass das hier in Gleis zu kurz ist. Das Signal kann ich aber auch nicht weiter vorstellen. Naja, müssen wir mal beobachten, würde ich sagen. So, auch noch die Frage, was gibt es denn noch, was die alle Nahrungsmittel? Passagiere Post, also Nahrungsmittel nehmen sie ja auch nicht alle an. Wobei Nahrungsmittel müsst ihr doch schon irgendwo haben, ne? Wo geht denn das hin?
Ach so, hier die Zuckerfabrik. Genau. Was eigentlich cool wäre, wenn man verschiebe auf, zack, zu einer anderen Station. Was ist denn das schon wieder? Oh, ich, nee, 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 ich klicke hier nichts an. Nahrungsmittel könnte man noch. Na gut, das geht bestimmt ja auch schon alles hin, oder? Nahrungsmittel. Hier gehen noch keine Nahrungsmittel hin. Warum gehen hier noch keine Nahrungsmittel hin? Das könnte man doch glatt nochmal nutzen. Wo war ich jetzt hier, ne? Erreichbar müsste das ja sein hier durch diese Schleife. Die kriegen schon Nahrungsmittel. Tja, eigentlich müsste man hier hoch, dass man hier vielleicht noch ein paar Städte. Na gut, so richtig viel Güterbahnhof haben die Städte, die hier sind, jetzt auch nicht unbedingt, sehe ich gerade. Was ist denn hier los? Hier sind die Ge ja, aber das war doch sonst auch immer so eine potenzielle Stauecke hier. Und jetzt hat sich das gut aufgelöst anscheinend. So wie das aussieht, wir könnten eigentlich auch mal sonst das Passagiernetz nochmal ausbauen und gucken hier, wo gibt es noch Platz für irgendwie eine S-Bahn. Ich würde trotzdem erstmal hier rüber bauen, dass das jetzt hier mal verbunden wird, die beiden Netze. Tja, und da muss man mal gucken, wie man das macht. Also die Brücke hier außenrum, das wäre irgendwie doof. Das wäre zu viel planieren. Eigentlich müsste man. Kann man das irgendwie hier mitnehmen? Beziehungsweise einfach. Rüber vielleicht noch. Eine Doppelbrücke. So, genau, dann hier irgendwie hier rüber bauen. Natürlich richtig schön parallel zum Hochgeschwindigkeitsgleis. Und damit es optisch nach was aussieht, nehmen wir natürlich die gleichen Brücken. Und wenn natürlich das Hochgeschwindigkeitsgleis hier so eine durchgehende Brücke hat, dann kann ich das ja schlecht dem Gütergleis verwehren. So, wie komme ich jetzt hier rum? Bringt mir das hier was? Wenn ich jetzt sage,
Oh, eins vorbei. Das ist das untere Gleis. Ja, das wird nicht so gut aussehen. Aber die Idee ist auf jeden Fall schon mal richtig. So. Nee, das war doof. So, das war schon mal die Runde. Hier hinten fließt es auch wieder. Hier ist teilweise noch gar nichts los. Hier fahren ab und zu mal Züge hier auf der Route, aber ansonsten Güternetz ist echt gerade mehr los. 1800 Züge und davon Passagierzüge 286, also eine reine Güter-Map sozusagen fast. Da wäre es jetzt irgendwie schöner, wenn man diagonale Brücken bauen könnte, glaube ich. Weil ich irgendwie jetzt nicht hier rumkomme. Das geht auch nicht. Naja, was gehen würde, das wäre...